Pokal-Halbfinale für Sie. Das kann dann auch nicht jeder Trainer von sich behaupten. Ist es eigentlich noch so schön wie beim ersten Mal? Mit Lübeck war es, ne? Ja, ja. Nein, es fühlt sich immer noch nach wie vor gut an. Die Anspannung ist genauso da wie beim ersten Mal, weil man natürlich was richtig Großes heute erreichen will. Und von daher ist es noch wie beim ersten Mal. Und große Hoffnungen ruhen auf Ihnen als Pokalprofi, Pokalfuchs oder wie auch immer man Sie gerade nennt. Welchen Rat geben Sie Ihren Spielern vor diesem großen, großen Spiel mit? Ja, ich denke, es wird heute auf Nuancen ankommen. Ja. Wir müssen die nötige Ruhe finden, auch in so einem Spiel. Ich glaube, dass die Spieler auch natürlich die Angespanntheit haben. Die müssen sie jetzt auch haben. Aber dass sie dann, wenn das Spiel angepfiffen ist, in ihren Rhythmus reinkommen, dass sie versuchen, die Vorgaben umzusetzen, um dann eben diesen letzten Schritt zu gehen. Wie sieht die Mannschaft eigentlich aus? So furchtbar viele Optionen haben sie ja nicht. Sind ja reihenweise Spieler, auch Stammspieler verletzt leider. Ja, ist natürlich insofern ärgerlich für die Spieler, die nicht spielen können, weil sie natürlich vielleicht einmalig die Chance haben, ein Halbfinale zu spielen und dann um den Einzug ins Finale. Aber gut, wir haben trotzdem, denke ich, eine sehr schlagkräftige Truppe heute wieder auf dem Platz, die natürlich auch alles versuchen werden, um für die anderen heute mitzugewinnen. Viel Erfolg und vielen Dank. Danke.